Hallo und herzlich willkommen bei Lab Reviews. Mein Name ist Lasse Vogt und heute bringt ein Clown nicht unbedingt zum Lachen in dem DC-Thriller Joker. Ich muss etwas zugeben und ich denke, einige wissen das schon. Als die ersten Gerüchte über diesen Film herauskamen und die ersten Bilder und Teaser und so weiter, war ich alles andere als begeistert. Ich fand diese Art von Film über einen Charakter wie den Joker war keine besonders gute Idee. In den Comics hier und da, ich bin halt kein Kenner der Comics, aber ich weiß halt, ab und zu hat man so versucht, seine Origin-Story zu beleuchten, am prominentesten selbstverständlich in The Killing Joke. Aber an sich ist das nicht wirklich etwas, was in Stein gemeißelt ist. Es gibt nicht diese definitive Origin-Story von einem Charakter wie dem Joker. Das ist nicht so wie mit Batman oder Superman, so etwas extrem Spezifisches, von dem man sich nicht wirklich lösen kann. Das Problem ist, der Joker war für mich immer zugehörig zu Batman. Er war immer ein Batman-Schurke und einer, der auch nicht wirklich ohne Batman existieren kann in gewissem Sinne. Zwar ist er größtenteils nicht der Mörder von Bruce Waynes Eltern, abgesehen vom Tim Burton-Batman-Film, aber das ist nicht wirklich so der allgemeine Canon. Das war einfach nur eine Interpretation dieser Figur. Und ich dachte mir, wenn sie es dabei belassen, einfach nur diese eigene Interpretation der Figur, dann hätte dieser Film in gewissem Sinne Daseinsberechtigung, aber dann hätte man immer noch das Problem, wo soll das dann hinführen? Dieser Film führt dann letztendlich nirgendwo hin, weil es dann einfach nur dieser Solo-Joker-Film ist ohne Batman. Nämlich indem sie einen Schauspieler wie Joaquin Phoenix casten und einige der Schwerpunkte setzen, wie sie es in diesem Film tun, damit verbauen die sich selbstverständlich irgendwelche Möglichkeiten, das auszuweiten. Und ich glaube halt, das ist die Absicht dieses Films, in dem Sinne, dass er eben nicht diesem ganzen großen DC-Comic-Universum zugehörig ist. Aber dann frage ich mich halt eben, was ist dann genau die Daseinsberechtigung? Dann könnte das genauso gut ein Film sein über irgendeinen Irren. Und ich habe die Theorie, dass dieses Drehbuch tatsächlich ursprünglich genau das war. Einfach etwas über irgendeinen Irren. Und da kam irgendwie das Clown-Motiv dazu und haben sie gesagt, warum approachen wir nicht DC damit und machen das zu einem Joker-Pseudo-Origin-Film? Ich bin mir nicht sicher, ob das der Hintergrund ist, aber das ist irgendwie so ein bisschen meine Ahnung. Es ist schwierig, ehrlich gesagt. Und nicht leichter hat es gemacht, dass eben, bevor der Film überhaupt draußen war, sofort diese ganzen die Medien das völlig falsch alles aufgebauscht haben. Im Sinne von, oh, dieser Film verherrlicht weißen Terrorismus und unterstützt die gefährliche Inselkultur und dieser ganze Kram. Und letztendlich handelt dieser Film von der Wichtigkeit von davon, dass man sich um mental angegriffene Menschen kümmern muss. Und eins der Themen ist Klassizismus. Aber das ist auch so ein bisschen vage. Halt, das Problem von diesem Film ist, man spürt, er will irgendwie vieles, aber letztendlich kommt er nicht genug. So viel gesagt, ich bin ja wirklich mit den allerniedrigsten Erwartungen reingegangen. Und ich mochte ihn. Ich fand tatsächlich, dass es doch ein mehr als solider Film war. Aber es gibt hier und da halt so ein paar kleine Probleme. Und eins der Grundprobleme ist halt eben dieses Konzept von wegen, wo soll dieser Film hinführen, weil letztendlich tut er das nicht sozusagen. Aber es ist trotzdem, im Rückblick jetzt finde ich doch tatsächlich diesen Ansatz interessant von, nehmen wir einen Charakter wie den Joker und dichten ihm diese spezielle Origin-Story an sozusagen. Dieser Film kommt fast drüber wie so eine Art Experiment und dazu trägt ihm die Tatsache bei, dass der Regisseur Todd Phillips ist, welcher vorher eher Komödien gemacht hat. Und die Hangover-Trilogie, dafür ist er am bekanntesten. Und da gibt es halt auch ab und zu so dreckige Thriller-Elemente und sowas, aber das ist nicht wirklich der Fokus. Und ich bin nicht wirklich ein Fan von Todd Phillips' Mentalität, was Comedy angeht. Ich meine, ich mochte den ersten Hangover, aber das alles, was danach kam, Und eins der Probleme auch, dass er eben, dass das auch mit geholfen hat, diese Kontroverse mit aufzubauen hinter den Kulissen. Und eben
eins seiner Zitate ist halt so dämlich, dass er sagt, oh, ich habe mich von Comedy abgewandt, weil heutzutage die Kultur und das Publikum so Vogue sind, dass man sich einfach nichts mehr trauen kann im Bereich Komödie. Es wird einfach alles gleich kritisiert und man kann einfach nichts mehr, man kann sich nichts mehr trauen. Und ich denke mir, okay, anscheinend hat er noch nichts gehört von solchen Formaten wie South Park, Family Guy, Rick und Morty, die Seth Rogen, James Franco Filme von Point Grey. Ja. Halt. Es ist so bescheuert, halt, nein, diese Art von Komödie, nein, sowas alles, das existiert noch. Und einfach, es ist halt, es kommt immer auf den Kontext an. Es ist immer wichtig, den Kontext zu beachten. Und das ist ein gutes Stichwort. Denn, wie gesagt, die Medien haben das alles völlig falsch behandelt und haben gesagt, oh, dieser Film stiftet an zu Terrorismus und sieht den Terrorismus als was Gutes und diese furchtbare Rebellion und so weiter. Und graben jetzt wieder neu aus. Oh, Medien sind gewaltverherrlichend und machen Leute wahnsinnig. Und dann auch wieder die Computerspieldebatte und dieser ganze Kram. Und das und jetzt erst gerade vor kurzem fand hier in Deutschland wieder so ein Amoklauf statt. Und das ist furchtbar. Und jetzt werden da auch wieder halt auf Computerspielen rumgehackt und dieses ganze Zeug. Das Ding ist, auch vor Computerspielen gab es schon wahnsinnige, furchtbare Menschen vor den Medien. Es ist immer schon so gewesen. Es kommt nicht, es ist kein Fehler von irgendwelchen Medien, sondern der Fehler liegt in einem drin. Der Fehler liegt auch in der Art und Weise, wie verlief das Leben, wie verlief die Erziehung in gewissem Sinne. Aber die Medien sind nun wirklich das geringste Problem. Abgesehen von den Medien, die eben das alles hier künstlich aufbauschen. Darüber könnte man jetzt stundenlang reden und das hätte dann den Sinn verfehlt. Es ist einfach nur, wie mit diesem Film jetzt im Vorfeld umgesprungen wurde und diese ganzen furchtbaren Kontroversen, so sehr das jetzt Polizei bei Screenings gegenwärtig ist, dass der Film nicht in Aurora gezeigt wird, wo es halt damals diesen Dark Knight Rises Amoklauf gab. Das ist einfach so, so fürchterlich falsch in gewissem Sinne, weil halt eben ja, irgendwelche dummen Menschen werden diesen Film sehen und die völlig falschen Schlüsse daraus ziehen. Aber das ist die Minderheit. Das ist eine sehr laute Minderheit, wie es immer ist mit den falschen Vertretern von irgendeiner bestimmten Richtung. Aber das ist halt, dieser Film sympathisiert nicht mit dem Bösen. Dieser Film legt einfach die Tatsachen dar und sagt, hier, so ist es, so in gewissem Sinne. Aber das Ding ist, der Film ist so vage in dem Sinne, wogegen er seinen Zorn richtet. Weil dieses Klassizismus-Ding ist ein Thema. Aber dann ist es eben auch, oh, dann sind es auch die Fehlentscheidungen von den Leuten, die sich um mental beeinträchtigte Menschen kümmern. Und eben diese ganzen Komponenten, die da so einhergehen mit halt, der Protagonist lebt bei seiner Mutter, wurde von seinem Job gefeuert und so weiter. Das ist fast wie so eine Art von Checkliste. Aber was letztendlich bleibt, was dieser Film letztendlich ist, ist trotzdem ein interessanter und vergleichsweise mutiger Film über einen Typ, der durchdreht und ja, der durchdreht. Und deshalb, und was dieses Material so ein bisschen über die Norm hebt, ist Joaquin Phoenix. Halt alle sagen es in ihren Kritiken, halt auf im ganzen Internet liest man das, sieht man das und so weiter. Und ich kann mich ja noch anschließen, Joaquin Phoenix ist sehr, sehr gut. Er ist ziemlich fantastisch sogar. Was er so toll vollbringt, ist, er porträtiert diesen bekannten Charakter auf eine Art und Weise, die sich nicht mit den anderen vergleichen lässt. Wo man halt nicht das Gefühl hat, oh, jetzt macht er irgendwie einen auf Heath Ledger, oh, jetzt macht er einen auf Jack Nicholson. Halt, bei Jared Leto hatte man das Problem, dass es halt wirkte wie ein furchtbar bemühter Abklatsch von Heath Ledger. Er hat gerade so, was er mit seiner Stimme gemacht hat und einfach nur, ey, ich bin der Joker, hey! Aber es war halt keine Tiefe in diesem Charakter. Und nicht, er wirkte nicht in irgendeiner Form genial oder so. Und das ist eben auch das Ding. Der Joker ist
wahnsinnig, aber er ist auf eine kontrollierte Art wahnsinnig, wo er sich trotzdem bestimmten Dingen bewusst ist. Und er ist dieser Anarchist, der Pläne hat, der Batman nicht körperlich gewachsen ist, aber ihm durch clevere Pläne zusetzt und eben in der Lage ist, andere Leute um sich herum zu versammeln für seine Vorhaben. Und dieser Joker hier würde als Batman-Joker nicht funktionieren. Denn er ist gerade irgendwie so funktional in der Gesellschaft, aber er hat so viele Probleme, er ist kein Genie, er ist kein Criminal Mastermind. Er ist einfach größtenteils eigentlich ein armer Kerl. Und was ihm in seinem Leben passiert und in diesem Film und so weiter ist ziemlich furchtbar. Und eben darin liegt so ein bisschen die Gefahr, eben, dass der Film ihn dem Publikum gegenüber sympathisch macht. Nicht unbedingt sympathisch, teilweise sympathisch, aber größtenteils ist es eher die Empathie, die überwiegt. So ähnlich wie bei Thanos in den Avengers-Filmen, wo man von einem gewissen Grad versteht, was seine Motivation ist und so. Und man sympathisiert damit nicht unbedingt, aber man versteht immerhin seinen Standpunkt. Hier ist es ähnlich. Es ist halt so einfach halt, es geht um einen Typ, der irgendwann genug hat. Und es gibt halt eben, weil viele Filme, die das jetzt so groß aufbauschen, diesen Film feiern, es wirkt so, als hätten die nicht wirklich Filme gesehen, die sich schon mal mit diesem Thema beschäftigt haben, auf diese Art und Weise. Halt mit von wegen halt fehlgeleiteter Anti-Held. Er tut furchtbare Dinge, sodass man ihn nicht wirklich mehr auf einem moralischen Standpunkt verteidigen kann. Weil es gab halt, dieser Film hätte ursprünglich von Martin Scorsese produziert werden sollen. Und irgendwann war das eben nicht mehr der Fall. Aber man sieht ja diesen Scorsese-Einfluss bei bestimmten Sachen wie Taxi Driver, selbstverständlich. Das sind immer so die großen Vergleiche, definitiv sowas wie Taxi Driver. Ich lese so ein bisschen erinnert mich das auch an American Psycho mit Christian Bale. Und das Casting von Robert De Niro als dieser Showhost ist garantiert auch kein Zufall, da Robert De Niro in Scorsese's King of Comedy die Hauptrolle gespielt hat, was eben auch so einen gewissen, so ein paar kleine Parallelen hat hier und da. Letztendlich geht es, die Grundhandlung des Films ist einfach, dass dieser Mann, Arthur Fleck, gespielt von Phoenix, als Clown arbeitet, in so einer Art von, ich weiß nicht, die bestellen einfach Clowns für bestimmte Gigs, ich weiß auch nicht genau, und er macht seinen Job gerne, aber er ist nicht der allerbeste sozusagen. Und gleichzeitig arbeitet er an so Stand-up-Comedy-Material. Und er lebt bei seiner Mutter und pflegt sie und hat Interesse an der Nachbarin. Und so nach und nach baut sich alles irgendwie so ein bisschen auf. Nach und nach passieren so Dinge, wo er irgendwann durchdreht. Das ist im Prinzip die grobe Handlung, weil obwohl man, wenn man die Trailer kennt, ungefähr weiß, worauf das alles hinausläuft, so gibt es halt doch eben diese paar Spitzen, diese paar kleinen Twists, die den Charakter dann letztendlich an die Grenze treiben und teilweise auch ein bisschen überraschend kommen. Also es gab einen besonderen Twist, den ich so nicht vorhergesehen habe, aber ich dachte mir schon die ganze Zeit über bei bestimmten Szenen, das wirkt nicht durchdacht, das wirkt nicht gut geschrieben und so weiter. Das wirkt überhastet. Und dafür gab es einen Grund, wo ich dachte, oh, okay, gut. Okay, das war nicht schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Sassy Beats relativ verschenkt in diesem Film, was sehr schade ist, weil ich halt vom Trailer her dachte, oh, was könnte sie in irgendeiner Form dazu bringen und so weiter, was für eine Rolle spielt sie in seinem Leben. Aber ich glaube halt, dass sie extra gecastet haben, damit man halt irgendwie falsche Schlüsse zieht. Also, wer weiß, ob da vielleicht auch was geschnitten wurde, ich bin mir nicht sicher. Das Schauspiel durchweg ist sehr gut. Aber halt auch von Robert De Niro. Es ist schön, mal einen Film zu sehen, wo er sich nicht zum Horst macht. spielt das alles sehr, sehr gut. Halt auch die ganzen Nebenrollen sind gut. Aber halt Phoenix ist halt so, der ist so dieses Powerhouse. Und er ist einfach. Das ist so eine Performance, wo der Schauspieler irgendwann verschwindet, tatsächlich. Wo man nur noch diese Figur sieht. Und das ist eben etwas, was nur wenige Schauspieler wirklich vollbringen.
Und wenn es aber passiert, dann ist es verflucht wirkungsvoll. Und das ist hier der Fall, wo man einfach, er hat, ich habe halt auch das Gefühl, er übertreibt es nie. Wenn man ihn zum ersten Mal lachen hört, da dachte ich kurz, weil auch im Trailer dachte ich, Aber was sie mit seiner Lache machen, ist ein interessantes Konzept, das ich so noch nicht gesehen habe, mit diesem Charakter jedenfalls. Und das Konzept hat noch ein paar mehr Lagen, als man es von vornherein denkt. Wo man auch noch denkt, wow, nicht nur ist diese Lache eben das für ihn, sondern er weiß auch gar nicht, wann er tatsächlich auf angemessene Art und Weise lachen soll. Wo er bestimmte Humordinge nicht versteht. Halt ironischerweise geht es hier um einen Typ, der ein Comedian werden will, aber Witze über sich selbst nicht erträgt, der keinen Humor über sich selber hat. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr clevere Botschaft, die garantiert über all diese Internet-Trolle, die diesen Film in irgendeiner falschen Art lobpreisen werden, das wird garantiert über ihre Köpfe hinwegsausen. Die werden das garantiert nicht verstehen, weil die teilweise genauso ticken. Aber es ist wirklich die, halt teilweise, wie die Kamera einfach auf ihn hält oder ranzoomt und dann sein Grinsen immer größer wird und seine Augen, halt er ist so abgemagert in diesem Film, deshalb wirken seine Augen noch so viel größer. Er ist so, so gut hier. Und das ist definitiv eine von diesen Rollen, wo dann garantiert die Academy sagen würde, ja, das ist nominierungswürdig auf jeden Fall. Also das ist relativ vorhersehbar. Aber hey, es ist verdient in dem Fall. Er ist wirklich, wirklich gut, wie er sich hier reinhängt und wirklich vollkommen hinter dieser Rolle verschwindet, wo man Phoenix gar nicht mehr bemerkt. Und der Score von Hildur Gunnarsdóttir ist sehr gut, auch wo ich wirklich überrascht von war, weil ich von vornherein so ein paar kontroverse Stimmen gehört habe. Aber diese Solo-Elektro-Cello-Stimme und die Art und Weise, wie atmosphärisch und düster diese Musik ist. Es gibt diese frühe Montage, wo er einfach nur nach Hause geht und es immer dunkler wird. Da funktioniert dieses Thema grandios. Es gibt bestimmte andere Stellen, wo es toll eingesetzt wird. Ein paar, ich weiß leider nicht mehr, welche Szene das war, aber es gab Oh ja, es war die Stelle, wo er seiner Nachbarin zur Arbeit folgt. Da fand ich, war die Musik zu dick aufgetragen, wo ich dachte, das muss hier unterschwellig gruseliger sein, aber sie dröhnt ein bisschen zu pompös daher. Das fand ich war ein Manko. Aber sonst grandios. Auch die Songs sind gut eingesetzt, größtenteils. Die Kameraarbeit ist sehr gut. Halt, es gibt ja wirklich einige Einstellungen, wo man denkt, wow, was man. Also das ist schon ziemlich cool gemacht. Und es gibt hier so ein paar Sachen, die dann einfach so fallen gelassen werden. Ganz früh sagen sie im Fernsehen, oh, wir haben Superratten in der Kanalisation, darauf wird nie wieder eingegangen. Wo ich mir denke, ne? Ist das vielleicht eine Comic-Referenz? Gibt es einen Rattenbösewicht bei Batman? Bestimmt. Bestimmt. Es muss irgendwie einen Bösewicht mit einem Rattenmotiv geben. Vielleicht mit so einer Rattenarmee auch, ich weiß nicht. Aber es klingt auch so ein bisschen nach Ninja Turtles. Also der Film ist wirklich, ich war wirklich beeindruckt auch von der Regie jetzt. Regie tritt ein bisschen zurück und lässt die Schauspieler machen. Es wirkt nicht wirklich zu aufdringlich. Und eben die Art und Weise, diesen Charakter zu sehen, wie er mehr und mehr seinen sowieso schon labilen Verstand verliert. Es ist interessant, das zu sehen. Und es macht einen betroffen, das zu sehen. Halt die Tatsache, dass es vielleicht Menschen da draußen gibt, die nicht so gut zurechtkommen mit ihrer Umwelt und in so einem Job arbeiten und über die lustig gemacht wird. Dieser Gedanke ist sehr traurig. Und man hat Mitleid mit Arthur für eine ganze Weile. Aber da drin liegt eben so die Gefahr, dass er diese Sympathiepunkte kriegen könnte, die er dann letztendlich nicht verdient, weil er ein paar ziemlich schlimme Sachen macht. Und wie das aber alles eskaliert, fand ich, war relativ gut gelöst. Aber dann teilweise auch zu überhastet. Wo es dann zu einem Geschehnis kommt, was dann wirklich quasi schon am Folgetag zu Protesten auf den Straßen führt, mit Leuten in Clownsmasken. Und ich denke mir, waren die Dinge im Vorfeld wirklich schon so schlimm, dass so etwas es fast zum Überlaufen bringt und jetzt plötzlich alle Leute sich gegen das Establishment wenden und da
Fuck the Police auf ihren Schildern vor sich hertragen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das nicht irgendwie zu überhastet ist. Aber hey, dieser Film ist in dem Fall. Halt, der Symbolismus ist jetzt nicht der allertiefste. Und ich glaube, der Film ist auch nicht wirklich interessiert daran, so richtig große Filmkunst zu machen. Das soll einfach dieses Drama-Experiment für DC sein. Und was das angeht, ist der Film erfolgreich. Es gibt einen Film, den ich vergleichbar finde. Ich weiß nicht, wie viele den kennen. Das ist ein spanischer Film mit dem Titel Mad Circus. Hat irgendwie noch so einen längeren Untertitel. Und dann geht es um zwei Clowns in einem Zirkus, die sich um eine Frau streiten und letztendlich die Frau in ihrem Streit versehentlich töten. Und das ist ein Film, der viel, viel verstörender ist als Joker, aber auch unglaublich platten Symbolismus hat, weil die Frau steht halt für Spanien, das im Bürgerkrieg zerrissen wurde zwischen den Fronten und so weiter und so fort. Halt, der Film ist auch wahnsinnig mit dem Holzhammer, aber er ist in gewissem Sinne simpler. Und eben voll auf diesen Knall-Schock-Effekt aus. Und Joker will ein bisschen mehr und wirkt als Resultat wirkt er halt so ein bisschen, so ein bisschen vage, halt so ein bisschen wackelig. Aber das ist halt nur so eine kleine Kritik. Der Punkt ist, dass dieser Film es schafft, dass man zusammenzuckt, dass sich der Magen zusammenzieht. Ich habe den Film mit meinem Bruder gesehen, hat mich eingeladen und er hat sich echt extrem so teilweise in den Sitz gekauert und hat sich zwischendurch zum Überlegen und hat gesagt, ich fühle mich echt total unangenehm. Und ich denke mir, das ist der Punkt von diesem Film. Das schafft er gut und baut zwischendurch diese richtig fiesen Humorspitzen ein, die teilweise so ein bisschen als Erleichterung dienen, so ähnlich wie das Tarantino öfter mal schafft. Es gibt hier so ein paar Tarantino-mäßige Szenen. Aber trotzdem, der Film will einen nicht wirklich freilassen. Der Film will einem in die Magengrube schlagen. Der Film will, dass man sich unwohl fühlt und das schafft er gut. Aber ich habe halt irgendwie das Problem, der Großteil des Lobes kommt von Leuten, die diese Art von Film nicht wirklich oft gesehen haben. Und man muss zugeben, heutzutage im Mainstream gibt es diese Art von Film auch nicht wirklich. Halt, das ist lange her, dass Schauspieler wie Nicolas Cage oder Robert De Niro diese Art von Figur gespielt haben. Und halt, aber damals war halt die Gesellschaft noch so anders, dass es dann da nicht zu so einem Riesenaufstand kam. Ja, ich weiß zum Beispiel, dass das Buch von American Psycho, das war aber relativ kontrovers und der Film wohl so teilweise auch. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich zu großen so Wall Street-Aufständen geführt hat oder so. Und heutzutage die Gesellschaft ist einfach so schnell immer gleich sofort auf den Bäumen, auf den Barrikaden und das ist einfach fürchterlich übertrieben und tut uns allen keinen Gefallen. Halt, das ist wirklich die heutige Filmkultur ist einfach so schnell mit falschen Reaktionen. Und das, finde ich, ist eigentlich das größte Problem. Liegt nicht wirklich an Filmen wie Joker. Es liegt einfach daran, wie bestimmte Leute diese Filme auffassen und dann dummes Zeug tun und denken. Ja, tut mir leid, dass es so ein bisschen irgendwie dieser Rant geworden ist, weil ehrlich gesagt, diese Art von Thematik ist dann doch ein bisschen interessanter als der Film Joker selbst. Halt, es ist wirklich schade, wie dem Film irgendwie das Spotlight gestohlen wurde von dieser ganzen künstlich aufgebauschten Kontroverse, die überhaupt nicht nötig ist, weil der Film andere Themen hat als das, was die Medien von vornherein in dem Film sehen wollten. Es sagt so viel über unsere heutige Gesellschaft aus, in dem Sinne. Und ich denke nämlich auch, das ist einer der Gründe, warum der Film in der Vergangenheit spielt. Ich weiß nicht genau wann. Der Film hat diesen 70er-Jahre-Look in gewissem Sinne, wo ich mir denke, das war garantiert auch die Absicht, um das einerseits so ein bisschen ferner zu halten von der heutigen Politik, damit das doch nicht zu sehr bohrt, doch nicht zu realistisch ist vielleicht. Und eben auch, weil unter Umständen bestimmte neumodische Techniken dazu geführt hätten, dass bestimmte Szenarien in diesem Film nicht so funktioniert hätten, wie sie es gerne wollten. Halt die Art und Weise, wo er überall eine Pistole hin mitnehmen kann und so weiter. Halt, das wäre heutzutage nicht mehr möglich. Und ich denke mal, das waren so die Gründe dafür. Aber diese Ästhetik tut dem Film sehr, sehr gut. Und der wirkt nicht irgendwie künstlich auf so grimy und Filmstock und so weiter getrimmt, sondern es wirkt alles auf einer sehr
auf eine sehr natürliche Art und Weise, irgendwie klassisch, so altmodisch. Und die Kameraarbeit ist halt, was das angeht, sehr dynamisch und sehr direkt. Und die Musik hilft eben auch wahnsinnig dabei, so wie die sehr gut eingesetzten Soundeffekte und Songs. Also das Kino war relativ voll, aber es war größtenteils auch sehr still. Also es gab nicht wirklich diese Art von so mega Reaktion. Und am Schluss waren auch einfach irgendwie alle leise und standen auf und gingen. Ich mochte den Film. Und damit habe ich im Vorfeld nicht gerechnet. Und das ist schon mal ein verfluchter Pluspunkt. Alles, was ich sagen kann, ist, ich finde, er war ein interessantes Experiment. Ich finde, der könnte vielleicht die Grundlage bilden für diese andere Art von DC-Filme, wo sie vielleicht die Charaktere auf eine völlig andere, einzigartige Art und Weise angehen. Vielleicht diese Art von Film auch zu machen über Batman oder über andere Figuren und so weiter. Lass diesen Shared Universe Mist, sondern macht halt diese neueren, sowas wie Shazam. Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Halt dann sowas total visuell beknacktes wie Aquaman, was halt diese kleinen Tie-Ins hat zu dem Overarching Universe, aber es ist halt trotzdem größtenteils sein eigenes Ding. Und das hier ist halt definitiv sein eigenes Ding, weil das hier spielt in keinster Weise in den bereits etablierten DC-Filmen. Und das war umso verwirrender, dass wir vor dem Film einen Trailer für Birds of Prey hatten, wo ein anderer Joker referiert wird. Ja, aber ich finde, dieser Film ist eine sehr gute Fingerübung und eben auch ein schönes Experiment dafür, wie viele Leute gehen einfach in etwas, was nicht einer von diesen großen Comic-Spektakeln ist. So, ich bin mir sicher, der Film hat ein sehr viel niedrigeres Budget als sowas wie Batman wie Superman hat garantiert. Und eben, dass es so klein gehalten ist vom Handlungsort her und vom Konzept. Halt ein bisschen überladen zwischendurch, weil wir nicht genau wissen, was der Film eigentlich thematisch kritisieren will. Das kommt dem Film nicht zugute. Aber der Film macht vieles andere richtig. Und es ist definitiv ein Film, über den man diskutieren kann. Ist er irgendwie ein erhellender, der uns irgendetwas Neues sagt über bestimmte Themen, die in unserer Gesellschaft falsch laufen? Nein, das sind halt alles Baby Steps, also so etwas war schon da. Aber nur weil etwas schon mal in irgendeiner Form gemacht wurde, heißt es nicht, dass das dann jetzt automatisch schlecht ist. Ich fand trotzdem, dass dieser Film wirkungsvoll war auf seine Art. Ich hoffe halt nur, dass selbst irgendwelche dummen Idioten diesen Film nicht in irgendeiner Form falsch verstehen und hier die total falschen Botschaften herauslesen. Das wäre wirklich der größte Fehler überhaupt. Ja, aber das ist, wie gesagt, nicht die Schuld des Films, sondern die Schuld von bestimmten bekloppten Leuten. Letztendlich, wenn ihr einen starken Magen habt, ich weiß nicht genau, also ich denke mal, wenn ihr diese Reviews schaut, dann seid ihr halt eher vertraut mit so größeren Mainstream-Sachen und so. Aber wenn ihr wirklich Lust auf etwas habt, was auf eine interessante Art altmodischer ist, und halt wirklich, was sich wirklich im gerade Mainstream-Bereich so einiges traut, weil es hier nicht diesen doppelten Boden gibt wie bei Tarantino oder so, wo er halt so diesen Trash-Faktor zelebriert. Weil dieser Film will halt realistisch sein, auf gewisser Weise. Und deshalb ist das heftig, was hier passiert. Aber wenn euch das nicht abschreckt, dann würde ich sagen, geht rein. Halt, aber es ist blutig, es ist brutal, es ist verstörend teilweise. Aber es ist auch wirklich ein wundervoller Showcase für gutes Filmemachen und eine grandiose Performance von Joaquin Phoenix, der hier einen exzellenten Job macht, halt, was man wirklich nicht bestreiten kann. Ist er wirklich thematisch reichhaltig? Nein. Ist er in gewissem Sinne symbolisch platt? Ja. Aber das sind kleine Mankos an einem ansonsten wirklich, wirklich sehr soliden Film, von dem ich nicht erwartet hätte, dass es tatsächlich dann doch so gut wird. Und das ist doch auch was wert. Ich empfehle mich, freut euch auch auf meine Soundtrack-Kritik für diesen Film, die in den nächsten paar Tagen erscheinen wird.
Schaut beim Telestammtisch vorbei, die, wo ich ab und zu bin, die haben auch eine sehr, sehr ausführliche Kritik gepostet, die auf jeden Fall hörenswert ist. Bis dahin wünsche ich euch natürlich viel Spaß dabei und viel Spaß im Kino. Bis dann.